ein Action-Haul für euch. Und zwar war ich im Action, aber nur, weil ich ein neues Lineal brauchte. Und zwar, ich habe das ja immer ganz gerne als Ersatz. Ne? Ist auch gut so. Weil ihr wisst ja gar nicht, was man alles mit so einem Lineal machen kann. Jo, ich war ganz allein zu Hause, mein Mann an der Arbeit, die Schwiegersöhne an der Arbeit, Schwiegervater nicht da. Und was muss da passieren? Toilette verstopfen. Stehe ich da. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ich also einmal Handschuhe angezogen und mit so einem schönen Action-Lineal im Klo rumgemacht. Ja, ich muss ja immer noch lachen, aber es hat geklappt. Also, was will man mehr? Natürlich ist dieses Lineal dann im Mülleimer gelandet und deswegen wollte ich mir ein neues holen. Ja, habe ich ja auch gemacht. Und wie das eben so ist, man geht zu Action und findet dann natürlich jede Menge andere Sachen, ne? Also, ich meine, ich habe mich ja mega gefreut, dass wir jetzt eine Action haben, aber es ist echt fatal. Okay, aber jetzt habe ich auch lang genug geschwatzt. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich gekauft habe. Ja, das meiste werdet ihr natürlich schon wieder kennen. Also, ich habe mir einmal hier dieses Klöckchen-Set gekauft, weil das finde ich total schön. Das ist Gold, Silber, Weiß und Roségold und in verschiedenen Größen mit den passenden Bändeln. Gucken wir mal, welche rauskriegen. Das musste einfach mit. Also, das haben wir einmal matt und hier sind auch noch glänzend und hier haben wir noch mal matte. Mega süß. Und deswegen musste das mit bei unserer Action. Weiß ich nicht, da ist es immer unaufgeräumt. Ja, dann habe ich die Klammern entdeckt. Die finde ich auch total cool. In Gold und in Schwarz zum, ja, na, zum Fixieren. Oder natürlich, man kann auch ein tolles Mitbringsel daraus machen. Ne? Das geht natürlich auch. Das Gute ist, es gibt noch nicht mal hier Abdrücke von denen. Hatte ich eigentlich mit gerechnet, aber ist nicht. Weil mit diesen anderen, die ich habe, da ist es auch schon mal passiert. Moment. Dass ich da wirklich einen Abdruck hatte. Hier bei denen. Die hier. Da hatte ich wirklich einen Abdruck schon. Bei denen nichts. Das ist nämlich ganz gut. Und diese Nähklammern, die es im Teddy gibt, die gibt es ja bei uns nicht. Die sollen nämlich wohl auch, ups, recht gut sein, was die Sache angeht. Genau, so, also die Klammern. Dann habe ich ja, hier so Gift-Tags gefunden. Die fand ich auch ganz süß. Man muss die ja auch nicht unbedingt als Geschenkanhänger nehmen. Man kann ja auch was anderes damit machen. Ich hole mal einen raus. Oh, das raschelt so. Es tut mir echt leid. Jetzt habe ich hier natürlich zwei. Die kleben zusammen. Ist ja blöd. Also die sehen so aus. Und das finde ich eigentlich recht putzig, muss ich sagen. Ja, da habe ich einmal die. Und dann habe ich die noch mal als Stern in Blau. Da gab es auch noch andere. Aber von Farben fand ich die eben am schönsten. Die sehen so aus. Finde ich echt süß. Ja, Preise kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe den Kassenzettel nicht aufgehoben. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, weil die Actiongänger, die wissen schon, was das kostet. Also das war unter 1 Euro. Also von daher denke ich mal, muss ich das nicht aufschreiben. Dann habe ich hier mir so ein Viererset von diesen Geschenktüten mitgenommen. Ja, ich war so faul, meinem Mann eine Verpackung zum Geburtstag zu basteln.
für sein Geschenk. Und da habe ich die Tütchen gesehen, habe gedacht, ach, das passt. Und die sind auch recht schön. Da sind dann hier die Bändchen dabei zum Verschließen. Also wirklich, wenn es mal schnell gehen muss, ist das eine schöne Angelegenheit. So, so da habe ich das. Dann muss man hier schauen. Gab es jetzt bei uns dann diese Samtbeutelchen? Die fand ich auch total süß. Die habe ich mir in Blau und in Grau mitgenommen. Und die sind auch richtig, ach, die fühlen sich richtig toll an. Ja, richtig schön auch, eine schöne Größe. Also, ja, waren auch, glaube ich, 80 Cent. Ich weiß es nicht mehr, aber es war nicht teuer. Das ist ja immer das Schlimme im Action. Man denkt, es ist nicht teuer und dann nimmt man mit und dann hat man ja doch mehr, als man wollte, ne? Aber gut. So, diese. Dann habe ich die Gummiringe, also die Elastikbänder für Traveler Notebook. Da habe ich einmal diese Farbe, Rot, Schwarz und Gold. Oder ist das Blau? Ne, das ist Dunkelblau. Sehr schön. Rot, Dunkelblau und Gold. Dann habe ich so ein Mint, Rosa und Silber. Und Schwarz, Türkis und nochmal Gold. Ja. Das fand ich auch richtig gut, dass sie die hatten, weil ich glaube, im Teddy gibt es das auch. Aber das ist ja bei uns auch mal so eine Sache. Also habe ich mir die mitgenommen. Dann habe ich gesehen, das ist jetzt ganz neu, die Organza Bags. Die Organza-Täschchen, die haben jetzt oben eine Blumenabschluss, eine Blumenranke. Kann man das erkennen? Ich nehme mal was Dunkles. Die haben hier oben so eine Blumen, ja, mit Blümchen und die finde ich total süß. Das sieht dann so aus, wenn sie zu sind. Also das finde ich richtig süß. Das gab es natürlich auch noch in verschiedenen anderen Farben. Ach, da ist es ja auch, glaube ich, zu sehen. Ne? Nee, doch nicht. Also ich glaube, es war rosa dabei. Rosa, pink, blau. Aber ich fand jetzt die weißen am schönsten. Ja, dann habe ich mich vergriffen. Mal gucken, ob ich damit klarkomme. Ich habe mir zweimal hier Textilkleber mitgenommen. Mal sehen, wie das so ist. Dann hatten sie hier diese Spitzen Borten und das waren ja absolut meine Farben. Also mega, richtig genial in verschiedenen Stärken, verschiedene Muster, natürlich verschiedene Farben. Da habe ich einmal diese. Dann einmal dieses. Ach, ich muss euch auch mal richtig ranhalten. Ich habe meine Kamera, glaube ich, verstellt. So. Also in so einem Wollweiß und so ein Braun. Also absolut toll. Das habe ich mir dann zweimal mitgenommen. Und diese Farben. Und die sind ja auch absolut genial. Also ich finde es richtig gut und sowas braucht man ja ständig, finde ich. Dann habe ich mir einmal in der Weihnachtsabteilung, waren hier so Federn, die habe ich mir in Silber mitgenommen, die gab es auch in Gold, aber in Silber fand ich sie schöner, deswegen habe ich mir die nur in Silber mitgenommen. Dann hatten sie jetzt bei uns dann auch hier diese... Habe ich euch ja bei meinem Kartenvideo schon gezeigt. Die Blätterranken, die hatte ich mir jetzt zweimal mitgenommen, aber ich glaube die anderen auch.
Und die habe ich mir auch zweimal mitgenommen. Aber ich finde es jetzt gerade nicht. Ach doch, hier ist es. Ja, auch zweimal. Es gibt wohl noch ein drittes, aber das habe ich jetzt bei uns nicht gesehen. Genau. Ach ja, und dann habe ich ja hier natürlich nochmal, das habe ich nämlich auch noch zweimal. Und hier habe ich ja nochmal eins in den Blau, in den Blautönen. Ja, genau. So, dann hatten sie auch bei uns hier die, die Holzfigürchen. Schneemann und Tannenbaum und Weihnachtsmann. Finde ich auch total süß. Um es auf eine Karte drauf zu kleben, finde ich sie einfach zu dick. Aber man kann ja ganz viele andere Sachen damit dekorieren. Also ich fand die halt so putzig. Musste mit. Da habe ich mir dann einmal dieses mitgenommen. Und hier mit dem Schneemann und dem Lebkuchen, und also den Lebkuchenmännchen und den Sternen. Da haben wir auch noch einen Schuh. Dieses und dann nochmal dieses. Genau. Ja. Was gab es denn noch? Ja, genau. Dann hatten wir hier diese Stoffstücke. 70 mal 1 Meter und da war ich ja absolut begeistert, weil im Teddy und im Woolworth ist mir das ehrlich gesagt zu teuer, so ein bisschen Stoff. Und ich weiß jetzt auch nicht, was das gekostet hat, aber ich glaube auch unter einem Euro. Da habe ich dann diesen, mit dem Herzchen und die sind so beglitzert. Dann einfach nur in rosa-weiß gestreift. Hier mit Federn. Finde ich auch total süß. Das finde ich richtig schön. Weiß mit schwarz und silbernen und braunen Sternen. Den finde ich richtig toll. Dann, den finde ich auch sehr schön, weil es auch eine Lieblingsfarbe von mir mit den weißen Punkten. Und die anderen beiden gefallen mir jetzt auch noch richtig gut. Das ist so ein hellgrau. Und das ist ja so ein komischer Grünton mit, ja, das sollen Blumen sein. So ein Graugrün, würde ich sagen, ist das. Aber total schön. Ich war echt begeistert, dass sie das hatten. Ja, was habe ich noch mitgenommen? Ja, hier diese Magnete habe ich mitgenommen. Ich glaube, das sind auch unterschiedliche Größen, weil ich werde mir noch unter mein Regal... Es hängt nämlich jetzt ein Regal über meinem Schreibtisch. Und da habe ich so eine Magnetleiste. Die muss ich nur noch ankleben. Und da sollen die nämlich hin. Und das, die sind in schwarz und weiß und verschiedene Größen sind das. Genau, drei verschiedene Größen. So. Die gab es aber auch nur in schwarz und weiß. Finde ich ganz cool. Dann kann ich mir da nämlich mal die wichtigen Sachen anpinnen. Ja, die. Dann gab es jetzt diese selbstklebenden Sheets. Die finde ich auch richtig schön. Die gab es in drei verschiedenen Farben. Das sind auch drei unterschiedlich große Stücke. Aber wo geht denn das jetzt auf? Ja, man muss es oben aufmachen. Na gut, dann machen wir das einfach mal. Also einmal haben wir dieses in A5 Größe in Silber. Und dann die Größe, das ist beglitzert, das richtig Silber ist es nicht, mit so einem Braun. Und dann haben wir hier nochmal ein Stück in Silber mit dem Muster und auch beglitzert.
Das war dann einmal praktisch dieses Motiv. Und dann habe ich das nochmal in Gold mitgenommen. Und dann gab es nochmal, ich glaube, das war auch Gold. Da waren, glaube ich, hier diese beiden Muster anders. Das habe ich mir noch mitgenommen. Ja, dann habe ich mir nochmal in der Weihnachtsabteilung dieses Band mitgenommen. Weil ich das so toll fand, dieses Dunkelblaue mit den silbernen Punkten drauf. Das hat mir halt so gut gefallen. Und die finde ich ja auch absolut mega cool. Die Paillettenblumen. Absolut genial. In Gold. Nee, das ist kein Gold. Also Gold, Rot und ja, beige. Also die finde ich ja der Hammer. Richtig cool finde ich die. Und dann gab es die noch in der Farbe. Ja, für mich ist das ein Beige, Gold und Silber. Und nochmal in dieser Farbe. Und ich finde sie wirklich wunderschön. Und ich glaube, die haben hinten, ich mache nochmal eins raus. Ja. Die haben hier wie so, die sind dann gleich höher. Ne? Also so sieht es aus. Ja, dann kommen wir nochmal zu den Blöcken. Da waren ja jetzt die 30x30 Blöcke im Angebot für 1,60 €. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich es hinlegen soll. Und ihr kennt die schon, aber ich habe mir den Vintage-Block jetzt nochmal mitgenommen, weil der ist wirklich schön. Und ja, es ist ja immer nur ein Motiv, ne, drin. Und gerade wie dieses kann man ja absolut super miteinander kombinieren. Und das finde ich auch einfach nur der Hammer hier, das Motiv. Und da habe ich gedacht, ja, da muss ich noch mal einen mitnehmen. Weil, ja, weil er einfach wunderschön ist und weil, wie gesagt, eben auch einfarbige Blätter mit dabei sind. Da habe ich mir dann einen noch mal den mitgenommen und dann noch mal den Basic. Den finde ich nämlich auch schön. Von Farben her und vom Muster gefällt er mir nämlich auch gut. Den habe ich auch schon. Aber wie gesagt, der musste eben auch nochmal mit. Den und was ja mein absoluter Favorit war, ist der Forest. Also diesen Block liebe ich. Ihr kennt ihn, aber ich finde den einfach genial. Und ich habe ihn jetzt schon dreimal. Wobei der eine, bei dem einen Block sind wirklich nur noch Reste da. Da habe ich mir die hier nochmal mitgenommen. Und dann gibt es ja jetzt solche, ja, A4 Größe ist es nicht. Das sind, die haben halt mehrere Motive auf einem Bogen Papier. Ja, kann man kaufen, muss man nicht. Aber teilweise sind wirklich schöne Motive dabei. Kann man auch als Kartenaufleger nehmen oder für ein Tag, für ein Album. Also dafür fand ich das jetzt halt schon echt ganz schön, muss ich sagen. Den. Dann den. Farben finde ich toll. Ah, und von jedem sind, glaube ich, zwei und dann einmal mit Gold foliert. Und die haben, also sind 26 Stück drin. Und eine Grammatur steht leider nicht dabei. Was wird das sein? 180 würde ich jetzt mal schätzen. Dann diesen. Den finde ich richtig schön. Das finde ich total.
total toll. Auch hier. Also ich denke mal, da kann man schon ganz gute Sachen hier mitmachen. Den finde ich persönlich am schönsten. Von Farben sind auch lebendig. Ist schon mal so Sommer jetzt in den grauen Monaten. Finde ich das eigentlich ganz nett. Und das finde ich total. Also das ist irgendwie so richtig meins. Die Blumen und das Blau. Und oh, also das finde ich echt richtig toll. Ja. Genau. Ja, und dann gibt es ja neue 6x6 Blöcke. Und da war ich auch echt happy, dass wir die bekommen haben. Da habe ich mir hier den Hey Lovely mitgenommen. Der ist auch schon so schön nach Sommer. Und das ist halt auch so ein Alltagsblock. Also da kann man viel. Ein Alltagsblock. Also die Motive kann man immer gebrauchen. Also wenn ich mir das angucke, dann freue ich mich schon auf unseren Sommerurlaub. Dauert natürlich noch, aber die Vorfreude ist doch dann schon echt groß. Ja, das kann man immer gebrauchen. Da habe ich mir den mitgenommen und den. Was heißt das? Ich kann es doch nicht lesen. Den habe ich mir zweimal mitgenommen, weil ich den halt auch total cool finde, weil es auch echt ganz schlichte Papiere sind. Und bei manchen Papieren ist es ja so, dass du die ja doch zweimal brauchst. Finde ich auch total schön. Wie gesagt, den habe ich mir zweimal mitgenommen. Dann habe ich noch den Happy Summer mitgenommen. Das ist auch so einer. Ja, hier kann man sich das ausschneiden, wenn man möchte. Und das ist halt auch so ein Block. Das kann man immer gebrauchen. Hier mit den Blumen. Es gab dann noch einen anderen, aber der hat mir nicht gefallen. Den habe ich auch gar nicht mitgenommen. Ja, und mein absoluter Favorit ist dieser und der war nur noch einmal da und ich hoffe, dass wir den noch mal bekommen, weil das ist mein absoluter Favorit. Der ist einfach echt richtig, richtig toll. Hier, also boah, mega schön. Deswegen, ich hoffe, dass sie den noch mal haben. Traumhaft. Ich finde es traumhaft schön. Damit ich mir den noch einmal holen kann. Das ist auch total toll. Auch von Farben. Das Pastellige, richtig schön. Finde ich auch total schön. Also ich hoffe, Sie kriegen ihn noch mal. Ja, weil den hätte ich mir auch gern zweimal mitgenommen, aber wie gesagt, das war der letzte. Ja, und dann wären wir schon fast fertig. Ich habe jetzt eigentlich nur noch die 6 Stempelsets mit dem Prägefühler und der Stanze. Und das fand ich auch mal richtig cool. Also ich glaube, was hat denn das bloß gekostet? 1,80 €? Ah, ich weiß es nicht. Also finde ich total cool. Wie heißt das? Ist das der Begriff? Nee, ist es nicht. Ich habe gedacht. Nee, hat leider keinen Namen. Aber das gefällt mir total gut. Hier die Blumenampeln oder hier mit den Lichtern, die Bank. Also richtig toll. Da hat man dann gleich den Folder dabei. Ja, mega. Da habe ich einmal das. Dann das wegen der Kamera fand ich halt auch total schön. Ich habe nämlich kein Stempelset mit einer Kamera. Haben wir hier noch mal eine alte. Hier die
Bilder und hier dann dieser der Folder wieder und die Stanze. Dann habe ich dieses nochmal. Traumfänger. Pfeile. Den. Also ich habe so alle sechs bekommen. Das finde ich auch total schön, diesen Vintage. Ah, jetzt sehe ich es. Aha. Ja. Der heißt Memory. Wegen der Kamera. Memory. Das ist, ja, ich kann es natürlich nicht aussprechen. Also spirituell. Ist dieser. Das ist der Vintage. Wie gesagt, den fand ich halt auch total cool, mit dem Buch und dem Vogelkäfig und dem coolen Schrank, diesem Rad, also und den Tassen da, mega. Und der heißt Gardening, Gardening mit G wie Gustav. Und dann haben wir den Adventure, finde ich auch toll, mit dem Zelt, die Koffer, also echt. Hier mit den Wolken, so ein Prägefolder habe ich auch nicht. Finde ich auch richtig gut. Und dann haben wir noch mal für einen Planner. Der wird wahrscheinlich in mein nächstes Gewinnpaket gehen, wenn ich denn an die 500 Abonnenten, wenn ich die 500 Abonnenten bekomme, dann kommt der da schon mal mit rein. Ja. Ja, also es fand ich wirklich eine schöne Sache, dass man alle drei Sachen in einem Set hat und für den Preis finde ich das auch in Ordnung. Und das war auch schon mein Haul. Also ihr seht, wegen eines Lineales habe ich einen riesen Einkauf gemacht. Aber so ist das. Und ja, ich brauche es ja auch, weil ich habe ja in letzter Zeit wirklich viel gebastelt. Da ist auch schon einiges weg. An Papier und wie gesagt, wenn man mal ein Album mit Stoff beziehen will, finde ich die Teile wirklich echt optimal. Und deswegen habe ich auch alle Farben, die sie hatten, mitgenommen. Ja, ihr Lieben, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Sachen findet, ob ihr euch davon auch was kaufen würdet, und ob euch der Haul gefallen hat oder nicht. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch noch einen Daumen nach oben geben. Und wer mich noch nicht abonniert hat, kann mich natürlich auch sehr gerne abonnieren. Da würde ich mich natürlich total drüber freuen. Ja, und ihr lieben anderen Mädels, habe ich auch Jungs dabei? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich muss mal schauen. Nicht, dass ich andauernd sage Mädels. Euch wünsche ich euch bis zum nächsten Video wieder eine schöne und kreative Zeit und lasst es euch gut gehen. Also, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, euer Minemienchen.